Hey Freunde und willkommen zu einem weiteren neuen Fortnite-Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute gibt es zwei Informationen für euch, was im Update 7.1.0 für uns relevant ist in Rette die Welt. Und zwar, Freunde, wir können jetzt Abwärtswaffen herstellen. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll oder kann. Ich nenne das einfach mal abwärtskompatible Waffen. Klingt vielleicht komisch, ist aber wirklich so. Wir haben jetzt die Möglichkeit, in Rette die Welt die Waffen so herzustellen, dass wenn wir zum Beispiel eine Blitzlevel 130er Waffe haben, aber nicht die benötigten Ressourcen haben, können wir sie auf 106 wiederherstellen, ohne dass das Hauptlevel hier verloren geht. Und zwar habe ich im Rucksack, auch wenn wir in-game in einer Mission sind, eine Funktion rechts unten, die heißt Handwerksoption. Und dort können wir dann einfach uns durchklicken und selber entscheiden, mit welchem Blitzlevel wir die Waffe herstellen wollen und mit welchem Material wir das Ganze dann herstellen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Blitzlevel, ich sag mal, hier, herstellen mit Stufe 2 machen, haben wir natürlich dann am Ende auch kein sechstes Perk. Das ist muss bei euch auch bewusst sein. Ich habe jetzt als Beispiel jetzt mal hier eine 58er Scar von mir genommen. Hier könnt ihr nochmal die Perks kurz vergleichen. 75% Magazingröße, 30% Schaden, Element Energie, ich habe sie gerade eben hergestellt. 30 Schaden, 45% Schaden gegen leidende Ziele, verursacht 6 Sekunden lang Leitschaden. Das ist die Skizze davon. Ja, die Skizze davon, wenn ich sie so herstelle, bekomme ich auch die Waffe so. Ich habe die Waffe testweise auf Silber hergestellt, Blitzlevel 58, und wir sehen hier, haben wir die Perks zwar gleich, aber das sechste Perk, und zwar verursacht 6 Sekunden lang Leitschaden, ist nicht mit dabei. Das muss euch bewusst sein, das heißt, wenn ihr eine Skizze abwärts herstellt, könnt ihr auch an Perks verlieren. Natürlich verliert sie auch an Schaden, ne? Das ist zum Beispiel bemerkbar an den SPS, Schaden pro Sekunde, ist ja auch logisch, weil sie ja unter Blitzlevel 106 oder 82 ist, aber nur damit ihr da Bescheid wisst, welche Vorteile ihr davon euch ziehen könnt, ist einfach, wenn ihr jetzt keine Ressourcen mehr habt, jetzt an meinem Falle beispielsweise, wenn ich jetzt keine Effizienten mehr hätte oder kein Sonnenstrahlkristall, Effizienten sind bei mir zum Beispiel jetzt momentan noch mager, dann stelle ich mir die Waffe einfach auf 106 her. Gehe ich einfach hier drauf, zack, auf Stufe 4 herstellen, dann benötige ich nur noch meine glatten Mechanikteile und Schattensplitter, das war's. Das sind die einzigsten Ressourcen, die sich hierbei ändern, bei dieser Waffe. Natürlich ist bei Blitz 82 dann und Blitz 58 Sprengpulver wieder angesagt, bis 82 ist Sprengpulver angesagt und ab Blitz 106 ist Quarzkristall angesagt, weil es ja eine Kristallwaffe dann am Ende ist. Ja. Das ist schon mal das erste Feature, was sehr, sehr wichtig für euch ist, damit ihr das auf den Weg mitnimmt. Das nächste, Freunde, ist, dass wir uns jetzt die Skizzen, die wir jetzt momentan in den Upgrade-Llamas bekommen konnten, auch selber erforschen können. Ich war zum Beispiel der Erste jetzt hier bei mir und habe mir den Dampfsprenger direkt mal erforscht, weil ich einfach Pech habe in den Llamas. Und wie das geht, ist eigentlich richtig easy. Ihr geht auf die Sammlungsstufen, beziehungsweise in euer Sammlungsalbum, geht komplett runter auf Erweiterungsanhänger, ne Quatsch, bei Anhänger sind die Helden, die ihr dann theoretisch auch rekrutieren könnt, ja, das ist richtig, ihr könnt die Helden von den Räuberhelden und den Sturmzonenhelden, könnt ihr rekrutieren, Leute, das bedeutet, ihr könnt sie in euren, ja, ich sag mal, in euren Inventar packen und mit ihnen spielen. Und für uns wichtig, Erweiterungsskizzen, das sind hier die Skizzen, ja, Freunde, man kann die Skizze Hydra erforschen. Jede Waffe, die wir hier haben, können wir erforschen. Den Dampfsprenger können wir erforschen. Auf Legendär können wir den erforschen. Wir können das Schwert hier erforschen. Hier zum Beispiel Skizze erforschen. Dafür benötigt ihr legendäre Kraftquellen oder für epische Skizzen halt epische Kraftquellen. Ne? Das ist halt so ein Punkt, den ihr auf jeden Fall beachten müsst. Und ja, das ist eigentlich das Ganze, was ich euch erzählen wollte in diesem Update-kurzen Video. Beispielsweise bei den Räuberwaffen. Hier ist auch richtig geil. Wir können die Müllkanone wieder bekommen, Leute. Die ist wieder zurück. Ihr könnt sie euch jetzt auf jeden Fall gönnen. 100 legendäre Kraftquellen kostet das Ganze und 60 Waffenentwürfe. Ich denke mal, jeder von euch dürfte genug Waffenentwürfe haben. Wenn nicht, nutzt einfach die Funktion umwandeln und wandelt hier die Waffen einfach um, die ihr nicht braucht und recycelt die danach, dann bekommt ihr auch einige Waffenentwürfe zurück. Das ist das ganze Video gewesen, Freunde. Ich hoffe, ich konnte euch damit zwei, drei kleine Tipps zu diesem Update 7.1.0 geben. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Wünsche euch noch was. Frohe Weihnachten ist bald, ne Leute? Wir haben jetzt den 18.12., bald ist Weihnachten. Und ja, bis dann. Ciao.